Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die ganze Plenarwoche steht ja ein Stück weit unter dem Eindruck der Bundestagswahl, bei der wir erlebt haben, dass die FDP als ehemalige Bürgerrechtspartei aus dem Parlament gewählt worden ist. Und das ist schon ein durchaus bemerkenswerter Punkt. Der ehemals stolze Bürgerrechtsflügel Ihrer Partei hat längst die Segel gestrichen. Sie haben sich über Jahre darauf konzentriert, laut zu krakeelen, erst für Steuersenkungen, dann gegen Ihren Koalitionspartner. Und das ist der Auftritt gewesen, das ist die Performance gewesen, für die Sie am Sonntag die Quittung gekriegt haben. Meine Damen und Herren, wir haben unseren Antrag überschrieben, unsere Freiheit steht auf dem Spiel. Und wir haben auch ganz klar ausgemacht, an wem das in den vergangenen Monaten lag, nämlich an einem bemerkenswerten Desinteresse der Bundesregierung daran, den Überwachungsskandal aufzuklären und für den Grundrechtsschutz der Bevölkerung hier in der Bundesrepublik einzutreten. Die Bundesregierung hat sich stets nach dem Motto nichts hören, nichts sehen, nichts sagen verhalten. Sie hat die historische Dimension dieses Skandals völlig verkannt. Und selbst wenn sie sie erkannt hätte, hätte sie offensichtlich nicht reagiert. Meine Damen und Herren, unsere Freiheit steht auch auf dem Spiel, wenn wir uns die Vorgänge rund um das Projekt 6 in Neuss anschauen. Ich weiß, dass es immer ein Spannungsfeld ist zwischen geheimdienstlicher Tätigkeit und der Transparenz eben dieser Arbeit. Aber es ist doch schon bemerkenswert, wie und in welchem Maß die Enthüllungen zum Überwachungsskandal Nordrhein-Westfalen jetzt erreicht haben. Wir wollen, und das machen wir in unserem Antrag auch klar, wir wollen wissen, in welchem Ausmaß NRW von diesem Skandal betroffen ist. Und das, was bisher die Bundesregierung eingeräumt hat hierzu, das reicht uns nicht. Es reicht uns nicht, was die Bundesregierung bisher dazu gesagt hat. Es ist ja nicht so, Kollege Düngel, um Ihre Frage von gerade auch noch mal ein Stück weit aufzunehmen, es ist ja nicht so, dass die Landesebene nicht aktiv gewesen wäre, sondern der Innenminister hat sich sofort an seinen Kollegen in Berlin gewandt, mit der Bitte, das mal aufzuklären, mit der Aufforderung aufzuklären. Und was hat der Bundesinnenminister gesagt? Er hat gesagt, naja, wir sagen euch nicht so genau, was da passiert ist. Aber das, was da passiert ist, das wissen wir genau, hatte alles seine Richtigkeit. Und das, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist doch kein Umgang, das ist nicht die Transparenz, mit der wir den größten Überwachungsskandal in der Geschichte aufklären können. Wir haben an vielen Stellen große Fragezeichen zu diesem Projekt in Neuss. Wir haben keine klaren Angaben über den Ort der Aktivitäten. Es stellt sich doch schon die große Frage, warum es eigentlich notwendig ist, dass die beteiligten Behörden einen extra Standort anmieten müssen, um angeblich nur eine harmlose Datenbank aufzubauen. Es stellt sich doch schon die Frage, warum ist das notwendig, wenn das BfV seinen Sitz in Köln hat, quasi um die Ecke. Und es ist auch völlig unklar geblieben, auf welcher Rechtsgrundlage das alles passiert. Auch das muss die Bundesregierung aufklären. Die Bundesregierung muss klar machen, an wen wurden zu welchem Zeitpunkt Daten übermittelt. Wir fordern darin Aufklärung, warum die nordrhein-westfälischen Behörden über diese Tätigkeiten nicht informiert waren, was sie eigentlich aus unserer Sicht hätten sein müssen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir über Freiheit sprechen, dann sehen wir auch die Debatten aus den letzten Monaten. Da ist viel über Freiheit gesprochen worden. Aber wenn wir uns angucken, was da als Freiheit definiert wurde, dann war da nicht Überwachung das Thema. Dann war da die Frage, will ich donnerstags in der Kantine billige Würstchen essen? Will ich lange bunte Körperbehaarung haben? Wie schnell will ich auf der Autobahn fahren? Das, meine Damen und Herren, sind doch nicht die Fragen, über die wir reden müssen, wenn wir über Grundrechte, wenn wir über Freiheitsrechte reden. Wir müssen über Fragen sprechen, wo konkrete Bedrohungen unserer Freiheit stattfinden. Und das ist tatsächlich der Fall, wenn Geheimdienste unser Kommunikationsverhalten lückenlos überwachen, anlasslos speichern und unsere Kommunikation und unsere Grundrechte massiv einschränken. Und meine Damen und Herren, das möchte ich direkt an dieser Stelle ankündigen. Solche Ausweichmanöver, wie wir sie in den letzten Monaten erlebt haben, das werden wir genauso wenig hinnehmen in den nächsten Jahren, wie immer eine neue Bundesregierung aussehen mag. Aber diese Ausweichmanöver, die werden wir nicht länger hinnehmen und die Untätigkeit der bisherigen Bundesregierung, die werden wir auch nicht länger hinnehmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bolte.